Guten Abend, werte Zuschauer. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV, Studio Pforzheim. Diese Sendung behandelt das Thema die Macht der Israel-Lobby. Zur erfolgreichsten Lobby Washingtons, Zitat von Bill Clinton, gehören Organisationen wie das AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, das Israel Policy Forum, IPF, der American Jewish Congress, AJC und die Anti-Defamation League, ADL. Wenn bei der Jahreshauptversammlung des AIPAC die Namen der Sympathisanten in der amerikanischen Politik vorgelesen werden, dauert das fast eine halbe Stunde. Seit Jahren stehen unabhängig von der Parteizugehörigkeit des jeweiligen Präsidenten die Mehrheit der Senatsmitglieder, ein Viertel des Repräsentantenhauses und mehr als 50 Botschafter und Dutzende Regierungsbeamte auf der Liste. Der frühere Präsident Jimmy Carter resümierte im Februar 2007: Für ein Mitglied des Kongresses, das wiedergewählt werden will, ist es fast politischer Selbstmord, eine Position zu vertreten, die als Gegenkurs zur konservativen israelischen Regierung ausgelegt werden kann. Die USA setzte zwischen 1972 und 2001 ganze 39 Mal ihr Vetorecht im Weltsicherheitsrat ein, um Resolutionen zu verhindern, die der israelischen Politik in den besetzten palästinensischen Gebieten kritisch entgegenwirken sollten. Das sind mehr als alle Vetos der übrigen Länder in diesem Zeitraum zusammengenommen. Die Welt am Gängelband Israels. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte, für Israels Sicherheit mitverantwortlich zu sein, sei eine gefühlsmäßig verständliche, aber törichte Auffassung, die sehr ernsthafte Konsequenzen haben könnte. Wenn es zum Krieg zwischen Israel und Iran käme, dann hätten nach dieser Auffassung die deutschen Soldaten mitzukämpfen. Mit der ganzen Rückendeckung aus den USA, wo ein Präsident sich vor den Wahlen immer noch die Unterstützung der jüdischen Lobbygruppen sichern muss. Und aus Deutschland, wo Geschichtsbewältigung inzwischen eine militärische Komponente hat, führt die Regierung Netanjahu die ganze Welt am Gängelband eines anschwellenden Kriegsgesangs. Netanjahus Israel hat die globale Agenda auf eine Weise bestimmt wie kein kleiner Staat je zuvor, schreibt die israelische Zeitung Haaretz. Vom Ölpreis bis zum Terrorismus. Die Welt hat Gründe genug, einen israelisch-iranischen Krieg zu fürchten. 118 Staaten klagen Israel und die USA an. Immer wieder wird in den westlichen Medien die Gefahr genannt, die vom Iran und seinem vermeintlichen Atomwaffenprogramm ausgehe. Beim 16. Gipfeltreffen der 118 blockfreien Staaten vom 26. bis 31. August 2012 in Teheran wurde nun ein Dokument mit 688 Punkten unterzeichnet, das ganz andere Gefahren aufzeigt. Einige Forderungen des Papiers richten sich gegen Israel und die USA. Israel wird darin unter anderem aufgerufen, die Besatzung in Palästina zu beenden. Außerdem wird Israel ausdrücklich für sein Atomwaffenarsenal verurteilt und es wird darauf hingewiesen, dass dieser Staat den Atomwaffensperrvertrag bisher noch nicht unterzeichnet hat. Die USA werden unter anderem für ihre Syrienpolitik verurteilt. Wohlgemerkt, es handelt sich hier nicht um irgendeine fanatische Splittergruppe, die dieses Papier herausgegeben hat, sondern um politische Vertreter von 118 Staaten, Repräsentanten von mehr als 50% der Weltbevölkerung. Die westliche Welt erfährt davon wenig. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass sich ein Teil der Anklagepunkte gegen Israel und die USA richtet? In dieser Sendung werden die wahren Kriegsverbrecher aufgedeckt. Nach den Grundsätzen des Nürnberger Urteils, die später auch in die Charta der Vereinten Nationen einflossen, sind die Planung, die Vorbereitung, die Anzettelung oder die Führung eines Angriffskrieges schwerstes Kriegsverbrechen. Somit ist ein Krieg gegen einen Staat, der den oder die Angreifer nicht selbst mit einem Angriffskrieg bedroht, schwerstes Kriegsverbrechen. US-Geheimdienste haben klar festgestellt, dass der Iran gar nicht versucht, eine Atombombe zu bauen. Warum dürfen dann die USA und Israel offen mit einem Angriff auf den Iran drohen,
ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, sich eines schweren Kriegsverbrechens schuldig zu machen? Wie ist es zu verstehen, dass US-Präsident Obama und sein Verteidigungsminister Panetta bereits 3 US-Flugzeugträger in den Persischen Golf und ins Arabische Meer beordert haben? Handelt es sich hier nicht offensichtlich um die Planung bzw. Vorbereitung eines Angriffskrieges und somit um ein schweres Kriegsverbrechen? Vermehrt werden prominente Persönlichkeiten mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert. Im vergangenen Jahr war Günter Grass wegen seiner kritischen Äußerungen über den Verkauf von deutschen Atom-U-Booten an Israel ins Kreuzfeuer geraten. Selbst der Journalist und Verleger Jakob Augstein, anerkannter Sohn des Spiegelgründers Rudolf Augstein, schaffte es wegen seiner israelkritischen Äußerungen auf die Liste der 10 schlimmsten Antisemiten 2012. Diese Liste wird vom amerikanischen Simon Wiesenthal Center erstellt. In den vergangenen Wochen wurde in der Schweiz die Wahl des Stadtamtmannes von Baden im Kanton Aargau zum nationalen Thema erhoben. Der Grund, weshalb die Kandidatur des grünen amtierenden Nationalrates Gary Müller in den Medien Aufsehen erregte und auch ihm der Antisemitenvorwurf gemacht wurde, ist zum einen eine Aussage aus einem 9-minütigen Interview. Ich zitiere: "Der Holocaust ist schrecklich, aber das berechtigt nicht, dass man an einem anderen Ort das Gleiche macht mit einer anderen Bevölkerung." Zum anderen ein von 3 Hamas-Vertretern im vergangenen Jahr gewünschtes Gespräch, das er nicht verweigern wollte. Ich zitiere wieder: "Weil immerhin die Hoffnung bestehe, dass man damit etwas bewegen könne." So war in der Aargauer Zeitung vom 14. Februar 2013 auf der Titelseite zu lesen: "Juden warnen vor Gary Müller." Im Artikel wurde dann ein Mitglied der israelitischen Kultusgemeinde Baden, welches lieber anonym bleiben wollte, mit folgenden Worten zitiert: "Wird Gary Müller Stadtamtmann, droht Baden zu einem Anziehungspunkt für Islamisten und Antisemiten zu werden." Dies ist mittlerweile ein altbekanntes Muster, wie an unbequemen Zeitgenossen Rufmord betrieben wird. Ohne dass man für oder gegen Gary Müller Stellung beziehen muss, gilt es, eine interessante Beobachtung festzuhalten. Fast alle Menschen, die sich den Titel des Antisemiten einhandeln, haben eines gemeinsam: Sie sprechen sich öffentlich gegen irgendwelches Unrecht aus, ungeachtet dessen, von wem es begangen wurde. Sei er Moslem, Christ, Hindu, Jude oder wer auch immer. Wer ein Unrecht begangen hat, muss dafür zur Verantwortung gezogen werden. Unter dem Strich aber scheinen Menschen, die sich schlicht und einfach für eine gleichberechtigte Anwendung des Antidiskriminierungsgesetzes einsetzen, mit Vorliebe des Antisemitismus beschuldigt zu werden. Somit ist es rückwirkend und auch in Zukunft sicher angebracht, hinter Personen, gegen die der Antisemitismusvorwurf vorgebracht wird, zuallererst einmal Kämpfer für die Gerechtigkeit zu vermuten. Am 5. November 2012 hat das erste Komitee der Generalversammlung der Vereinigten Nationen mit einer großen Mehrheit eine Resolution verabschiedet, in der erhöhte Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz von Uranmunition verlangt werden. Man weiß ja, dass Uran radioaktiv ist, was zu erheblichen Gesundheitsschäden führen kann. Insbesondere geht es darum, nach entsprechenden Einsätzen der als problematisch angesehenen Munition Aufräum- und Dekontaminationsmaßnahmen, also das Entfernen von gefährlichen Unreinheiten, durchzuführen, Zivilisten besser zu schützen und Langzeitstudien durchzuführen bei kontaminierten Gebieten. Die Resolution stieß auf erbitterten Widerstand der 3 Mächte, Frankreich, Großbritannien und der USA, die nachweislich Uranmunition einsetzen und das auch zugeben. Israel hat sich als 4. Neinsager den Verweigerern wie so oft schon angeschlossen. Was treibt diese Staaten angesichts der verheerenden Wirkungen solcher Munition dazu, sich nur schon gegen erhöhte Vorsichtsmaßnahmen auszusprechen?
wo doch vielmehr ein Verbot zwingend wäre. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.